Heute, meine Lieben, sprechen wir über das positive Denken und über das negative Denken. Nun gibt es da in der Welt eine positive Denkbewegung, esoterisch und so weiter, von der ich sage, die ist 99% Lug und Betrug. Milliarden von Dollar und Euro werden damit gemacht, jedes Jahr. Diese Leute sagen, wenn du ein Problem hast, musst du nur positiv denken. Und das Problem wird verschwinden. Ich sage, jemand, der nur positiv denkt, der wird krank, der ist krank, und der wird immer kränker. Warum kann ich das sagen? Wir lehren doch vom Buch des Lichts, wir sollen morgens aufstehen und denken, mögen alle Wesen glücklich sein, möge es ihnen wohlergehen, mögen sie sich lieb haben, mögen sie einander helfen, möge die ganze Welt in Frieden leben, und abends, bevor wir zu Bett gehen, denken wir das auch. Und schlafen mit diesem Gedanken ein. Und jetzt sage ich, positiv denken macht krank oder ist krank? Meine Lieben, ich will es euch an einem Gleichnis erklären. Denn der Erhabene sagt, man soll ein Gleichnis bringen. Da versteht man gleich besser. Und ihr werdet dann gleich verstehen, was ich meine. Jemand hat eine Wohnung und möchte seine Nachbarn einladen. Ist so in ein paar Stunden. Der nimmt den Dreck, jetzt hat gerade die Schippe irgendwie oder ist faul und kehrt alles unter den Teppich. Ganze Dreck ist weg. Teppich ist sauber und der Boden auch, der Dreck ist ja weg. Leute kommen und sagen, oh, hier ist aber schön sauber. So, und dann gehen sie wieder weg und sagen, das ist der mit der sauberen Wohnung. Jetzt mal nur als Beispiel. So. Lädt vielleicht nach einem Monat oder zwei wieder welche ein. Sagen die, oh, das ist aber sauber. Riecht ein bisschen, aber so, ansonsten ist es ganz sauber. Was hat er in dem Gleichnis gemacht? Er hat die ganze Zeit den Dreck unter den Teppich gekehrt. Anstatt ihn zu entfernen und die Wohnung entsprechend vielleicht zu verändern, andere Bücher, wie wir wissen, Bücher haben eine Aura, positive Bücher rein, Bilder und so weiter. Also pari passu, eine Veränderung herbeizuführen. Und nicht nur den Teppich und den Dreck unter den Teppich zu kehren und zu sagen, diese Wohnung ist sauber. Und so ist es, meine Lieben, mit dem positiven Denken. Wer nur positiv denkt, und den Rest von der Vergangenheit nicht wegbringt, der erreicht nichts. Der erreicht eine Wunschvorstellung, die sich gegen ihn kehrt. Und das geschieht genau mit diesen Leuten, die positiv denken. Die gehen alle zum Psychiater in Amerika, mehr oder weniger. Und das ist selber ein Gefangener seines eigenen Irrtums. Der sagt dann auch, jawohl, ihr müsst noch mehr positiv denken oder irgendwas erzählt er denen. Die Wahrheit ist aber die, wir müssen die Last der Vergangenheit bewältigen. Wie tun wir das? Indem wir jeden Tag auf einen Nullpunkt kommen, und wenn es für eine halbe Stunde ist, auf einen Punkt der totalen Neutralität. Nichts wünschen, nichts hören, nichts sehen, nichts fühlen, nichts schmecken, nichts tasten, nichts. Willensfrei sein. Nur da sein. Erkennen, schauen. So. Das ist eine Situation, in der wir die vergangene Last immer mehr sublimieren. Sie berührt uns immer weniger, weil wir uns durch diese Meditation auf einen solchen Harmoniepunkt setzen, dass diese vergangenen Dinge nichts mehr uns tun können oder immer weniger und weniger uns tun können. Aus dieser Mitte heraus, die stark ist, die neutral ist, können wir dann wieder agieren. Können wir dann wieder dies und das tun, wenn wir es denn wollen? Wir werden dann übrigens feststellen, dass gewisse Dinge, die wir wollten, wir vielleicht gar nicht mehr wollen. Dass das vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Sagen wir, naja, früher war das wichtig, aber jetzt, aus diesem Zustand des Gleichmutes, der Kraft des Inneren heraus, ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was ich da wollte. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich die Ruhe bewahren, die ich mir erlangt habe durch die Meditation und durch die Lehre. Wenn man aus diesem Punkt der Gleichheit herauskommt, des Zentrums, des Gleichmutes, der Harmonie, ja, und auch einer gewissen totalen Wunschesfreiheit, die kriegt man hin. Man kann aus dieser Wunschesfreiheit wieder wünschen, meine Lieben. Ja, man ist wunschlos. Wunschlos glücklich. Wenn man das jeden Tag macht,
ist die Last der Vergangenheit, wird immer schwächer. Wir wissen sogar noch, dass sie da ist. Sie bedrückt uns aber nicht mehr, weil wir, ich habe es oft gesagt, unseren Astralkörper plötzlich wieder ausgeglättet haben, ausgeglichen haben, ruhig gemacht haben und er immer, sagen wir mal, zentraler wird und sich nicht mehr hin und her reißen lässt von diesen und jenen Dingen. Schon gar nicht von der emotionalen Last der Vergangenheit. Und die größte Last der Vergangenheit, meine Lieben, das wisst ihr ja, ist emotional. Sie ist ein Skandal des Astralkörpers. Wenn wir unser Bewusstsein heben, gleichen und glätten wir dieses Skandal aus. Das heißt, zwei Dinge brauchen wir. Das positive Denken und die Meditation. Aus diesem meditativen Zustand heraus positiv zu denken, ist so, wie wenn wir erst den Dreck vom Teppich wegtun, dann die Nachbarn einladen und ihnen und uns nicht etwas vorlügen müssen, dass hier sauber ist oder Ordnung herrscht. Denn sie herrscht ja da nicht. Wenn wir denken, wenn wir das so machen wie in dem Beispiel, dass der den Schmutz unter den Teppich kehrt. Wir wissen dann, alles ist in Ordnung. Ansonsten sind wir zu vergleichen wie mit diesem Menschen, der den Leuten nur vormacht, dass alles in Ordnung ist, selber sogar weiß, dass nichts in Ordnung ist und trotzdem sich einredet, dass in Ordnung ist. Durch sein positives Denken. Hier zu vergleichen mit, schaut mal, meine schöne Wohnung, ist das nicht alles schön ordentlich? Ja, ja, ich arbeite immer sehr viel schön dran, damit das auch immer alles so bleibt. Und die Nachbarn fallen in dieses Spiel mit rein, nicht wissend, dass es gar nicht stimmt. Und so, meine Lieben, machen die meisten Menschen der Welt was vor. Tag und Nacht. Der Vater von John F. Kennedy hat mal diesen vernichtenden Satz gesagt, wenn man sich ihn genau anschaut. Er hat gesagt, mein Sohn, es ist nicht wichtig, was du von dir hältst. Was die Welt von dir denkt, ist wichtig. Und er hat einen Krüppel erzogen. Einen mentalen und emotionalen Krüppel, dem man am Schluss das Gehirn rausgeblasen hat. Ich sage das mal so radikal, mein Lieben. Und Biografen und Freunde von Kennedy wissen, es war ein todunglückliches Kerlchen eigentlich, der nur seinem Vater gefallen wollte. Der auch noch Kundalini-Probleme hatte, können wir nächstes Mal drauf eingehen, ständige Rückgratschmerzen und so weiter und so weiter. Ein Opfer seiner Triebe. Aber Charisma, ja, keine Frage. Wer mit einer hohen Kundalini-Intensität geboren ist, der hat Charisma, der hat Aura. Ja, das stimmt. Und so ist in den Menschen eben eine Neigung ist zu negativem Denken. Das kann aber, meine Lieben, wir haben jetzt vom positiven Denken gesprochen, das positive Denken kann sich gegen uns kehren, wenn wir uns nur was vormachen, wie die meisten. Das negative Denken natürlich auch. Es gibt Leute, die fangen was an und sagen, ich weiß sowieso, es klappt nicht. Das hat seine Ursachen, zum Beispiel in Beeinflussung von Eltern früher als Kind, die gesagt haben, du schaffst das eh nicht. So, jetzt bäumt das Kind sich auf und sagt, na, euch werde ich es aber zeigen. Euch werde ich es zeigen. Ich werde jetzt arbeiten. Es gibt in Amerika so einen Satz, you think I can't do it, I'll show you. Trotzhaltung eigentlich. Aber, meine Lieben, tief im Hinterkopf ist der Vater und die Mutter oder irgendeine Autoritätsperson, die früher vielleicht gesagt hat, du bist ein Versager, du bist ein Nichts, ein Niemand, du wirst es nie schaffen. Diese Leute, meine Lieben, die so viel erreicht haben, wollen eigentlich nur ihrem Vater und ihrer Mutter was beweisen. Wenn ihr ganz tief psychologisch grabt oder jemanden was beweisen, der gesagt hat, du kannst es nicht, sagt, euch werde ich zeigen. Ist so einer dann glücklich? Och Gottchen. Na gut, dann ist er vielleicht Präsident der Vereinigten Staaten oder Weltmeister in dies und das oder ein Superstar. Aber hat er eigentlich das gemacht, was er wirklich wollte? Oder ist er nur aufbegehrt? Eine Trotzhandlung. Sein ganzer Erfolg war eine Trotzhandlung. Und die sich am Schluss wieder gegen ihn kehrt. Beispiel. Ein Freund von mir hat sich jetzt umgebracht. Jean-Claude. Da könnt ihr googeln. Dem habe ich früher mal ein Lied geschrieben. Er wollte, dass ich ihn produziere, habe ich mal gemacht, ich komme wieder, kleine Geisha. Der Enkelsohn von Josephine Baker. Wenn er googelt oder wenn er auf YouTube geht, Jean-Claude, den könnt ihr sehen, da singt er und alles. Ging nach New York und hat Millionen verdient, ja, hat Geld, hat alles gehabt,
hat sich vor kurzem mit einem Gasschlauch umgebracht, im Auto. So. Warum? Ja, die Sache ist, man hatte Angst, alt zu werden. Meine Lieben, was nützt denn das ganze Leben, wenn man so elendig endet? Oder wie Gunter Sachs sich in den Mund schießt. Oder wie Robin Williams sich aufhängt. Das ist dann der Fall, meine Lieben, auch bei dem Jean-Claude. Wenn man sich total mit dem Körper identifiziert, obwohl er bereits eine Differenzierung, also das differenziert hat, hat er, ich habe Angst, alt zu werden. Sind also zwei. Wenn er der Körper wäre, könnte er das gar nicht sagen. Weil es ist für den Körper natürlich, alt zu werden, richtig? Es ist für den Körper natürlich, alt zu werden. Also der Körper sagt das nicht. Wer sagt es denn, meine Lieben? Der sich an den Körper klammert, mit ihm identifiziert, die Jugendzeit erlebt hat, sie genossen hat, sich geklammert hat an die Freuden und Lüste der Jugendzeit und plötzlich sieht, wie das vor seinen Augen zerfällt. So, der hat sich dann umgebracht. Ja, also das wäre eine andere, das ist auch negatives Denken. Das ist das positive Denken in der Jugend, weil sie sich zum negativen Denken kehrt, wenn man sich mit dem Körper identifiziert. Wer die Lehre nicht hat, ich sag's euch, der denkt negativ. Und der größte Teil der Menschen hat die Lehre nicht, flüchtet sich in irgendwas rein, dass sie in einem Himmel ewig leben können oder 72 Jungfrauen haben oder dies und das und zerbrechen am Schluss daran. Die müssen halt immer und immer wieder kommen, um dann wirklich zu erkennen, was sie essentiell nicht sind. So, das Denken, das führt uns aufgrund der Abwesenheit der Lehre sozusagen in irgendwelche Richtungen. Und wir sind darin gefangen wie in einem Labyrinth. Und wir versuchen dann aus diesem Labyrinth durch positives Denken alleine zum Beispiel rauszukommen. Klappt nicht, klappt nicht. Wir müssen da meditativ werden. Wir müssen Ruhe bewahren. Wir müssen neutral werden. Wir müssen die vergangenen Lasten uns nicht mehr beeindrucken und beeinflussen lassen. Und das geht durch die Seelenatemmeditation. Und wenn wir die jeden Tag halbe Stündchen machen oder Stündchen oder länger, dann gehen wir ganz anders als die Dinge, an die Dinge des Lebens heran. Und das negative Denken natürlich ist da, weil auch im Menschen inwendig Bitterkeit ist. Meine Lieben, der Mensch weiß, alles, was ich jetzt mache, verliere ich, wird mir genommen. Die Medien unterhalten uns, um uns abzulenken von diesem Gedanken, der ja richtig und wahr ist. Also, die Medien sind dazu da, den Gedanken an den Tod zu verdrängen. Oder mit unserer Angst vor dem Tod Geld zu machen. Krimis, Gruselfilme und so weiter und so weiter. Ja? Es ist ein Trauerspiel, meine Lieben. Anstatt man jetzt, und wie ich das doch hoffe, die Lehre verbreitet und sagt, du bist nicht der Körper, du bist nicht diese vergänglichen Hüllen, sondern du bist eine Wesenheit, die diesen Körper hat, sich an ihn klammert. Wenn du dich, er wird ja sowieso genommen, wenn du dich in der Meditation von ihm löst, wirst du irgendwann bald sehen, dass du immer noch da bist. Es ist nur das Verlangen von dem Körper von dir abgefallen. Es ist ja auch nicht so, meine Lieben, das darf man nicht verwechseln, dass wir in Nirvana irgendwo eintauchen. Wir sagen, wir gehen jetzt nach Nirvana. Es fällt nur etwas von uns ab, meine Lieben. Was ist das, was abfällt? Sagen wir erstmal in der Meditation. Das Verlangen nach dem, was wir essentiell nicht sind, nach dem Anatta. Ja? Und diese gerade und einfache Lehre, die wird oft so verhunzt durch den jetzigen sogenannten Buddhismus und diese anderen esoterischen Guru-Lehren. Das Leben ist eins, das stimmt, mein Lieben. Also alles ist ineinander verwoben. It's woven into each other. Wir können gar nichts tun, ohne dass es einen Einfluss auf das andere hat. Da, wenn wir in der Meditation sind, dann lösen wir uns von diesen Zusammenhängen und sind reduziert, mit Vorsicht gesagt, der Begriff, auf unsere wahre, zeitlos, ewige, unsterbliche Natur. Die kann jemand nicht kennen, wenn er sich immer noch mit dem identifiziert, was vergeht. Eigentlich ganz einfach. Ich bin nicht der Körper, ich habe einen. Aber ich kann den Körper sehr wohl verwenden dazu, dass ich erkenne, dass ich nicht der Körper bin.